Habt ihr den Film Der goldene Handschuh gesehen? Der goldene Handschuh wird von Fire TV abgerufen. Nein, nein, nicht! Computer, stopp! Kann den so nicht angucken. Da dreh ich ja durch. Ja. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das hier soll jetzt die Stimme von Buddha sein. Jetzt bin ich mal gespannt. Buddha from the other Mutter. Ey, vor Jahren habe ich mal eins auf die Nase bekommen. Meine Nase ist echt geschwommen, merke ich gerade. Buddha ist, ja. Ey, lass es bald operieren. Superstars, wie du weißt, 20 Mädels hier, Beat für die Vibes. Komm mir nicht mit Style Vibe, Bitch, ich trag Victorias Geheimnis und am Valentino Kleid bei. Nein, hab ich noch nie, nein, gar nicht, ey. Gibt es eigentlich einen Use Case für eine Roboterstimme, außer für ein Anti-Rauch-Video? Ich habe doch gleich gesagt, dass Rauchen nicht gesund ist. Aber dafür kann ich jetzt Darth Vader synchronisieren. Hey, wir könnten doch so einen Apfel machen, wo dein Gesicht drauf ist. Das ist echt ein seltsamer Schlüssel, muss ich sagen. Das ist ja vom Hof gejagt, wenn du zum Kindergarten gehst oder zum Kindergeburtstag. Das hat noch keiner gemacht. Wir könnten doch eine Ananas nehmen und ein Gesicht drauf machen. Ja, schon kaputt gemacht. Der ist ganz nice. Finde ich echt gut. Hey, wir könnten doch eine Banane machen, auf der dein Gesicht drauf ist. Das ist meiner Meinung nach richtig gut. Das könnte sofort in die iOS-Kamera-App integriert werden. Also ich könnte von jedem scheißblöden Arsch ein Foto machen und es wäre immer anonym. Ha! Ja, das teste ich jetzt mal am Muhammad Ali. Ah, so gut funktioniert es doch nicht. Nimm doch einen Maiskolben und mach dein Gesicht drauf und dann steck ihn dir den Arsch. Ich weiß jetzt, wer sich hier echt freut und totlacht. Hey Johnson, komm mal. Puh, 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 puh. Ha! Oh. Ja. Eine Klopapierrolle. Ja, ganz genau. Die Fantasie der Menschen ist grenzenlos. Oder auch das Gegenteil. Das ist saublöd. Wir haben eine richtig kleine, geile Taschencomputer in der Tasche. Was machen wir? Ach, so ein Scheiß. Was? Ganz normal? Geil. Einfach sinnlos, aber irgendwie hast was. Ja, wo ist meine Corona? Ah, da ist sie ja. Wenn wir nicht bald etwas unternehmen gegen die Pandemie, dann sehen wir alle so verpixelt aus wie der Typ da oben. Immer, wenn ich etwas sage, dann bewegt es sich. Das sind echt meine Augen. Könnt ihr noch? Oder dreht es euch schon der Helm? Oder in die andere Richtung? Oh, was? Ich hab's schon wieder kaputt gemacht. So muss es gehen. Ja, auf jeden Fall schon mal keine Gurke oder sowas. Ey, aber gar nicht so schlechte Tapes da hinten, ne? Natürlich macht das hier alles sehr viel Spaß. Es macht Spaß, die Programmierarbeiten von anderen Leuten zu untersuchen. Ich hatte noch nie so einen beschissenen Drecksjob wie heute, aber der fällt alles geil.
Ich sage nie, was ich denke. Denkt man. Und ich find's echt toll, dass so viele Leute zuschauen. Mir schaut doch eh keiner zu. Das, meine liebe Zuschauer, das nenne ich kreativ. Fuck the police coming straight from the